Herzlich willkommen auf meinem Kanal bei der heutigen Wimmo-Sendung. Ja, in der letzten Wimmo-Sendung haben wir uns mit der Berechnung der Rendite, speziell der Netto-Rendite, befasst. Das Video hatte den Titel von 0 auf 300.000 oder so. Ich habe das an einem Beispiel berechnet, ich habe das an einem Beispiel gezeigt, wie eben aus tatsächlich 0 Eigenkapitaleinsatz in einem konkreten Fall 300.000 Euro wurden. Und ich habe in diesem Video auch angekündigt, dass es ein weiteres geben wird, in dem wir über den Geldfluss reden werden, über den sogenannten Cashflow. Das ist Thema dieses Videos, Betrachtung des Geldflusses bzw. des Cashflows. Im letzten Video haben wir gesehen, dass sich die Rendite berechnet aus der Jahresnettomiete dividiert durch den Kaufpreis. Wenn wir es genauer betrachten wollen, Nettorendite, dann ist natürlich Jahresnettomiete minus alle nicht umlagefähigen Kosten dividiert durch Kaufpreis plus alle Anschaffungsnebenkosten, eventuell sogar noch Kosten für einen Reparaturstau. Sicherlich haben Sie alle, und ich setze an der Stelle nochmal kurz an, auch schon von dem Vielfachen der Nettomiete als Kaufpreis gehört oder gelesen bei Renditeobjekten. Also irgendwo auf einer Internetplattform sieht man dann vielleicht, Kaufpreis ist die 14-fache, 18-fache, 20-fache Jahresnettomiete. Diese Ausdrucksweise, diese Formulierung des Kaufpreises oder Beschreibung des Kaufpreises in einem Vielfachen einer Jahresnettomiete ist letztlich nichts anderes als die Umkehrung der Renditeberechnung. Denn, nochmal kurz wiederholt, Rendite ist Jahresnettomiete durch Kaufpreis mal 100, Bruttorendite, und der Vervielfältiger, der einem hier immer wieder mal genannt wird, ist Kaufpreis durch Jahresnettomiete. Wenn also jemand sein Haus zum Beispiel verkaufen möchte für 500.000 Euro und er hat eine Jahresnettomiete von 50.000, dann bedeutet das 500.000 durch 50.000 ist 10. Also der Vervielfältiger ist 10. Das heißt, es würde 10 Jahre dauern, bis durch die Miete der Kaufpreis bezahlt ist. Und 10 ist jetzt auch gleich in dem Fall, das ist die einzige Zahl, die einzige Größe, bei der das so schön funktioniert, auch gleich die Rendite. Das entspricht auch einer Rendite von 10%. Also wenn man die Rendite kennt, kennt man immer auch den Vervielfältiger oder umgekehrt. Wir hatten in unserer letzten Berechnung eine Bruttorendite von 7,2%. Wenn wir jetzt 100 durch 7,2 dividieren würden, dann kämen wir auf irgendwas, ich schaue mal vorsichtshalber nach, damit ich nichts Falsches sage, ja, auf 13,88. Das heißt, der Vervielfältiger wäre eben jetzt 13,88. Ich habe hier mal für mich selber in meinem Buch, das dazu schon im Jahr 2016 erschien, eine kleine Tabelle erstellt, wo ich auf der einen Seite den Multiplikator nannte und auf der anderen Seite die Rendite. Also welcher Multiplikator entspricht welcher Rendite oder umgekehrt, je nachdem, ob man es von links nach rechts oder von rechts nach links lesen möchte, die Tabelle. Diese Tabelle stellen wir hier ein und da sehen Sie ja ganz wunderbar, bei einem Multiplikator von 8 reden wir von einer Rendite von 12,5, bei 9 von 11,1. Also 100 durch 9 ist 11,1. 100 durch 9 ist 11,1 und damit kann man auch immer sehr schnell das natürlich selber berechnen. Für manchen ist vielleicht die Tabelle hilfreich und wenn wir die ganz runtergehen, dann sehen wir bei einem Multiplikator von 30 entspricht die Rendite 3,3 und 30 bedeutet ja, dass es 30 Jahre dauern würde, bis durch die Nettomieten der Kaufpreis bezahlt wäre. Natürlich immer ausgehend von der aktuell bezahlten Miete, dass sich das im Zeitablauf ändern kann, ist klar. Wenn die Mieten steigen würden, ging es schneller, würde sich aber auch die Rendite verbessern, könnte aber auch sein, auch wenn es im Moment sich keiner so recht vorstellen kann, vermutlich, dass die Mieten mal sinken oder vielleicht sogar über längere Zeit ausfallen. Gut, aber das ist eine kleine Tabelle, die sehen Sie hier, die können Sie natürlich verwenden, wenn Sie mal Bedarf haben. Als ich die Tabelle erstellte, naja, da waren diese 30 Jahre, also 3,3% Rendite, schon so ziemlich das höchste der Gefühle im Bundesgebiet betrachtet. Hätte ich die Tabelle vor einem, zwei Jahren nochmal gemacht, dann wäre ich sogar noch weiter runtergegangen bis auf 2,5, denn auch diese Bruttorenditen wurden akzeptiert im Markt in bestimmten
Regionen, was aber einen Vervielfältiger von 40 bedeuten würde, also 40 Jahre Rückzahlung, das ist eigentlich schon irr. Das ist ja in zwei Generationen nur noch knapp zu schaffen. Also hier stellt man sich dann schon die Frage, ist das Ganze noch vernünftig, ist es überhaupt nur irgendwo wirtschaftlich solide nachvollziehbar. Gut, das dazu, aber nun kommen wir zu unserer Betrachtung des Geldflusses, der Cashflow-Berechnung. Wir betrachten auch hierfür ein Beispiel, das wir jetzt einblenden. Und ich habe es ja auch beim letzten Mal schon angedeutet, diese Zahlen, die da stehen, sei es der Zinssatz, sei es die Tilgungsquote, sei es der Tilgungsanteil, natürlich beliebig die Kaufpreisvorstellungen, die sind ja ersetzbar. Ne? Also Sie können das immer ersetzen mit den Zahlen, die Sie vielleicht aktuell in der Praxis tatsächlich haben, mit denen Sie zu tun haben. Der Rechenweg, die Berechnung, die Methode ist immer dieselbe. Und was eben am Schluss rauskommen muss, zumindest nach meinem Dafürhalten, das kann natürlich jeder machen, wie er will, ist ein positiver Cashflow, ein positiver Geldfluss. Und ich weiß, dass in den letzten Jahren Immobilien gekauft worden sind mit negativem Geldfluss. Und negativer Geldfluss bedeutet, es muss jeden Monat immer draufgelegt werden. Dafür braucht man anderes Einkommen, von dem man entsprechende Liquidität abzwacken kann, oder man hat irgendwo ein Vermögen, mit dem man dann diese Lücke, die durch einen negativen Geldfluss entsteht, auffüllen kann. Und das sieht man natürlich auch sehr schnell, naja, da werden bald Grenzen erreicht, wenn man in so eine Immobilie investiert. Ist halt die Frage, wenn ich wieder in so eine investieren möchte, wie viel Reserven habe ich, um so etwas durchzustehen? Hinzu kommt, dass dadurch natürlich auch das Risiko insgesamt höher wird. Habe ich aber von vornherein Immobilien mit positivem Cashflow, ja, dann kann ich mich da im Grunde auch immer weiter hochhangeln und eine nach der anderen kaufen, weil der Cashflow der letzten, der positive, auch schon wieder eingesetzt werden kann bei der Investition in die nächste. Und das ist eine gesunde Herangehensweise. Und nur weil der Markt so extrem war in den letzten Jahren und die Zinsen niedrig und die Preise deshalb explodiert sind, heißt das ja nicht nur, weil viele anders gehandelt haben, dass das der richtige Weg war. Jeder muss es für sich selbst entscheiden. Wir schauen uns jetzt dieses Beispiel hier an. Also wir unterstellen mal, dass wir ein Vierfamilienhaus kaufen möchten mit 340 Quadratmeter Wohnfläche. Drei Wohnungen, so jeweils 80 Quadratmeter, sind dort vermietet zu insgesamt 1.680 Euro netto pro Monat. Die vierte Wohnung ist 100 Quadratmeter groß, sie steht leer und muss für 5.000 Euro renoviert werden. Also das ist keine großartige Maßnahme, da kann es sich wohl nur um Schönheitsreparaturen handeln. Es könnte aber auch sein, dass Sie sagen, in dem ganzen Objekt, da muss jetzt eine Wärmepumpe eingebaut werden, das kostet 50.000 Euro. Ja, also die Zahlen für Sie dann beliebig austauschbar. Entscheidend ist der Weg der Berechnung. So, wir kalkulieren nun für die Neuvermietung nach der Reparatur dieser Wohnung mit einer Nettomiete von 750 Euro. Der Kaufpreis des Objektes beträgt 390.000 Euro. Somit ergibt sich Kaufpreis 390.000 Euro, Kaufnebenkosten, Sie wissen das vom letzten Video, hier jetzt mal überschlägig mit 10% veranschlagt, 39.000 Euro. Die Reparaturkosten sind bekannt mit 5.000 Euro. Das heißt, wir müssen insgesamt hier 434.000 Euro investieren. Eigenkapital haben wir 50.000 Euro zur Verfügung. Brauchen also entsprechend 434.000 minus 50.000 ein Bankdarlehen in der Höhe von 384.000 Euro. Der Zinssatz soll hier 2,3% betragen. Ja, ich weiß, der ist inzwischen höher, aber wie gesagt, die Zahlen können Sie ja beliebig austauschen. Wir vereinbaren eine Zinsbindung von 10 Jahren und beginnen mit einer anfänglichen Tilgung des Darlehens in Höhe von 2%. Und jetzt wollen wir wissen, wie hoch ist hier der freie Geldfluss, der Cashflow. Die monatliche Miete beträgt 2.430 Euro netto. Von dieser Miete müssen wir die Kosten,
die auftreten, aber auf den Mieter von Wohnraum nicht umlagefähig sind, abziehen. Und wir ziehen hier ab 522 Euro für Instandhaltung, für Verwaltung, für Mietausfall. Alles erläutert in der Renditerechnung des letzten Videos. Für Zins und Tilgung ziehen wir 1.376 Euro im Monat ab, denn wir wissen ja, wir tilgen mit 2%, haben 2,3% Zins aus der Darlehenssumme von 384.000. Das sind eben diese 4,3% im Jahr dividiert durch 12 Monate. Ja, wenn wir nun von dieser Miete in Höhe von 2.430 Euro die 522 Euro nicht umlagefähige Kosten abziehen, dann noch die Bankrate abziehen, dann bleiben uns hier 532 Euro im Monat übrig. Und diese 532 Euro sind jetzt positiver Cashflow oder sogenannter freier Geldfluss. Das kann sich bei einer Investition in dieser Größenordnung durchaus sehen lassen. Hier legen wir nichts drauf, alles ist gedeckt und es bleibt sogar noch was übrig. Die steuerliche Betrachtung spielt jetzt hier noch gar keine Rolle und auch die Betrachtung der Abschreibung nicht. Das wäre erst wieder in einem nächsten Schritt, das machen wir aber in diesen Videos nicht, denn die steuerliche Betrachtung ist eine sehr individuelle Betrachtung. Jeder hat eine andere steuerliche Situation und wir haben natürlich bei Immobilien auch unterschiedliche Abschreibungsmöglichkeiten. Das muss man dann eben in einem weiteren Schritt berechnen. Aber das hier ist zunächst mal eine wichtige Maßnahme, die mir einen klaren Überblick über die Verfügbarkeit liquider Mittel liefert. Also der freie Geldfluss ist 532 Euro pro Monat. Jetzt ist die Frage, ob diese 532 Euro pro Monat, eigentlich wäre ich jetzt schon fertig mit dem Video, aber wir wollen uns trotzdem noch eine Frage stellen, ob diese 532 Euro pro Monat nun auch schon der Gewinn sind, den wir hier machen und vielleicht dann auch versteuern müssen, sofern Sie noch Steuern zahlen. Aber das sind nun mal diese Überlegungen, die hier für einen Investor relevant sind. Diese 532 Euro sind nicht der Gewinn. Der Gewinn ist höher. Warum ist der Gewinn höher? Wir haben ja vorhin festgestellt, dass wir hier mit einer Tilgung in Höhe von 2% beginnen. Und die Tilgung ist dem Gewinn zuzurechnen. Die Tilgung erhöht den Gewinn, denn durch die Tilgung erfolgt eine Entschuldung, ein Abbau der Schulden. Und insofern kann man sagen, die Rückführung der Schulden, der Abbau der Schulden ist quasi eine umgekehrte Sparmaßnahme. Die Schulden werden weniger, damit bildet sich durch Schuldenabbau Vermögen. Also Tilgung sind keine Kosten, werden auch steuerlich nicht als Kosten betrachtet, sondern das ist tatsächlich Gewinn. Ja, und diese 2% Tilgung, die wir hatten, anfängliche Tilgung aus 384.000 Euro, sind im Monat 640 Euro. Also in dieser Bankrate, die ich vorhin genannt habe, sind 640 Euro Tilgung enthalten. Und insofern ist der monatliche Gesamtüberschuss, also der Gewinn, 1.172 Euro. Und dieser Gewinn wird jeden Monat höher. Warum? Ja, weil es sich um ein Annuitätendarlehen handelt. Das heißt, Sie reduzieren die Schuld und der Zins, der zunächst mal 10 Jahre unverändert bleibt, berechnet sich immer wieder aus der neuen reduzierten Restschuld. Damit wird der Tilgungsanteil immer höher und der Zinsanteil sinkt. Der Zinssatz bleibt, aber der Anteil in der Gesamtrate sinkt. Deshalb ist es ein Annuitätendarlehen. Wäre das nicht so, dann müsste man ja sagen, okay, bei 2% Tilgung brauchen wir 50 Jahre, bis es zurückbezahlt ist. Aber tatsächlich geht es mit einer 2% Tilgung ja wesentlich schneller. Ich würde aber grundsätzlich sagen, unter 3% sollte man gar nicht anfangen mit einer Tilgung. Ja, also jedenfalls haben wir hier nun den tatsächlichen Gesamtüberschuss von 1.172 Euro. So berechnet sich der Cashflow. Und wenn da im Monat diese 532 übrig bleiben, inklusive der geleisteten Tilgung, dann ist das eine gesunde Geschichte. Wenn ich drauflegen muss, naja, ich habe es vorhin beschrieben, dann kommt man eben ganz schnell an seine Grenzen. Das zu diesen grundsätzlichen Überlegungen.
Ich hoffe, Sie haben das berücksichtigt, wenn Sie in den letzten Jahren gekauft haben. Ob man jetzt kaufen will, ist eine ganz andere Frage. Da bleibt einiges abzuwarten. Die Rahmenbedingungen sind schlecht, sowohl vom Zins her als auch vom ganzen politischen Umfeld her. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die Mietpreise sehr stark einer politischen Einflussnahme unterliegen durch sogenannte Mietpreisbremsen und weitere Regularien, die natürlich jeden Tag vom Gesetzgeber verändert werden können. Es ist durchaus auch denkbar, dass Mietpreise, falls die zu stark steigen sollten, auf einem bestimmten Niveau gesetzlich eingefroren werden und das Einfrieren von Vermögen, tja, Einfrieren, das ist ja vielleicht das Wort des Jahres oder des letzten Jahres, der Vermögen einfrieren, das macht man ja in verschiedenen Zusammenhängen in den letzten Jahren ganz gerne. Warum nicht auch die Mieten einfrieren? Und wenn man mal zurückschaut in die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts, das sind auch so Begebenheiten, die natürlich nicht kommuniziert werden, aber es gab tatsächlich die Situation in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, dass den Vermietern das Kündigungsrecht entzogen wurde bei Nichtbezahlung der Miete durch die Mieter. Das heißt, man hat hier diese Aufgabe der Wohnraumversorgung komplett abgewälzt auf den Vermieter, weil man als Staat selber nicht mehr in der Lage war, hier etwas zu leisten. Ja, und wenn dann Mieter nicht bezahlt haben, konnte man nicht kündigen. Das führte tatsächlich zu einer Verwahrlosung auch von Immobilien, von Mietobjekten. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis sich das später dann alles wiederholt hat. Also, Immobilien sind einerseits natürlich eine interessante Anlagemöglichkeit aufgrund der Möglichkeit, mit wenig Einsatz doch erhebliches Vermögen zu schaffen. Auf der anderen Seite sind die Immobilien aber gerade deshalb, weil sie immobil sind, auch mit erheblichen Risiken verbunden. Ich kann da eben nicht in den Wald gehen, ein Loch graben und meine Immobilie reinwerfen, so wie ich es mit anderen Vermögensformen möglicherweise machen kann. Das sollte man dabei immer im Hinterkopf behalten. Ja. Hinzu kommt natürlich, und das sehen wir jetzt wieder ganz deutlich, dass der sogenannte Staat, wenn er irgendwo dann doch in Probleme zu kommen droht, und ich habe das letztes Mal schon angeschnitten im Zusammenhang mit den Staatsanleihen, naja, er sich das Geld eben seiner Bürger holt. Und dabei dürfen wir nicht vergessen, dass die Immobilie eine sehr einfach zu ergreifende Vermögensform ist, die hier eben ganz schnell mal abgesaugt werden kann. Ob das sowas ist wie das Lastenausgleichsgesetz von 1952, ob das die Erhöhung von Grundsteuern sind, sind ja alles Dinge, die jetzt laufen. Ja, sind aber Themen, das brauche ich jetzt hier nicht weiter erläutern. Darüber reden wir in unserem Online-Kongress am 24.06. Ich freue mich drauf, Sie dort zu sehen. Bis bald, vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben. Abonnieren Sie unseren Kanal, liken Sie das Video und teilen Sie es vor allen Dingen, damit wir so ein bisschen den sehr beengenden Algorithmus, den YouTube über meinen Kanal gelegt hat, vielleicht an der einen oder anderen Stelle doch ein bisschen ausdehnen können. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.